Got that shit dann. Lustigerweise musst du die Quests jetzt anscheinend wieder beim Questgeber abgeben, anstatt dass sie einfach abschließen. Meiner Meinung nach ein Rückschritt, aber okay. Ja, du musst die alle abgeben. Cool. Okay. Was ist hier los? Gott, was willst du von mir? Schon jetzt ist absehbar, dass die bevorstehende Konversation unsere Geduld an ihre Grenzen führen wird. Okay. Obergroßes Dankepont für offene Ohren. Was ist da los? Die Sache ist ziemlich komplexiert. Okay, nun. Geht nicht um Führung von Fremden, geht um Suchung von Freunden. Freunde sind verschwinden, die Bust. Gar nicht mal, sind alle ganz verschiedene Orte verstreut vor... Was? Sind alle an ganz verschiedenen Orten verstreuselt für befohlene Landvermessung. Klingt wie komischer Käse. Vermessung von relativen und absoluten Terrainhöhen, präzise Distanzierung von Gebieten und anderen. Oh nein, verpflichtendes Intro völlig vergessen. Qualifiziert, zertifiziert, Zufriedenheit ist garantiert. Ponspector Ducking. Fucking no pons, ey. Ponspektoren sind Eliteeinheiten von Nopon-Vermessern. Ist stolzes Mitglied. Nopon-Freunde sind ganz doll. Okay. Sicher, und das ist so eine Overarching-Quest. Die reden alle wie Jar Jar. Ja, das ist so das Ding der Nopons. Die reden alle so ein bisschen, als ob die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Schmerz ist nur Chance in Verkleidung. Aha. Oh, I see. Cool. Die haben alle ihre Vermessungen gemacht, aber haben keinen... Dings, okay. Ja, wenn wir die finden, machen wir irgendwas dann mit denen, okay. Warum ist sie plötzlich Schulk am Siezen? What is happening? Kleiner Feigborn, okay. Härtester Hartborn. Der je härtete. Aha. Oh Gott, what the fuck is this shit? Gib mir den Tutorial-Text dazu. Ponspektoren-Spezialangriff. Die Ponspektoren sind eine Elite-Gruppe von Landvermessern aus Grenzdorf. Aufgeteilt in rot, blau und gelbe Teams. Freundest du dich mit Mitgliedern aller drei Teams an, kann deine Gruppe eine neue Art Spezialangriff erlernen. Oh. So kriege ich meinen Spezialangriff. I see. Die gesamte Ponspektoren-Gruppe umfasst insgesamt 12 Mitglieder. Wenn du auf einen... von ihnen rekrutierst, wird er dir vielleicht Hinweise zum Aufmachen oder anderen geben. Die Orte werden auf einer Karte mit einem Dings markiert.
Konspektoren auf der Schulter besonders haben mit Problemen zu kämpfen. Löst ihre Probleme. Oh Gott, this is fucking Sidequest Madness. Den müsste mir doch eigentlich zwei auf meiner Karte markiert haben, oder? Wie das? Und guck mal, einer ist genau vor uns. Wie praktisch. Aber lass mich raten, der hat auch zuerst eine Quest vor uns. Ignore Main Quest. Goddammit. Alchemoth. You okay? Miss Melly, what's wrong? Is tummy hurty? No, nothing like that. I'm just remembering what we heard at Companion's Cape. I have been mistaken in my thinking. The war is over and peace has been restored. We are rebuilding, slowly but steadily. I'd thought that with peace came happiness. Indeed, that even here, people would embrace it with open arms. But the reality is different. The wounds have not yet fully healed. Quite. Those who lost their home, those seeking the light, those who bear grudges. Though joy for them is still scarce, I thought only of me. But you didn't, not at all. The High Entier of Colony 9. Actually, everyone who remained. You worked hard for them. You, Dunban, and Atharon led by example. Just so that others could smile. Yes, yes, keep on happy, Hat. Kino lost other upon and mom upon, but still for a bounce. Kino. Exactly. Before, Kino cried every day. Did not even want to go potty alone. Sis! Why you bring that up? They're completely irrelevant to discussion. Embarrass Kino, not cheer up, Miss Melly. Agree to disagree. Anyway, cannot abandon hope. That upon's words. Hope. To become the hope of the High Entier is a fate that you choose for yourself. As long as you remember this, it is certain that you will be worthy of that name. You are the hope of the High Entier. You will not transform into a Telethia. Even after the Bionis has reawakened, you can still succeed the Imperial line. You have the power to end our suffering. Friends, thank you. I think I can finally see now what my role here is. Onwards to Alchemoth. Ich glaube, sie sollte sich einen Orthopäden suchen. Der Gang sieht definitiv nicht gesund aus. Wo sind deine Schwierigkeiten? Dein
Essen fallen gelassen und die Viecher haben das gefuttert, hä? Während des Kampfes gegen Swine stürzen sich Bond und Spawn aktiv ins Getümmel, um Schurken und seine Freunde zu helfen. Jeder Prospektor hat eine eigene persönliche Aktion, beispielsweise heilen oder das Aufstellen von Schwächungen. Okay. Team Rot verfügt über Offensiv, Team Blau über Heilende und Gelb über Buffs und Debuffs. Okay. I see, so macht das Kampfsystem halt auch Sinn. Kann ich bitte dein Shit looten? Geht's dir nicht gut, Kino? Ich schieß doch einfach. Ich muss die jetzt anlocken oder was? Hier. Okay. Wie steht's und wie geht's im Game? Weil das Game ist basically. Done. Und das hier ist der Cut Content DLC. Oh Gott, warum liegst du da hinten faul rum? Let me help you. Ja, oder auch nicht. Mein Gott, kann er bitte despawnen? Alter Falter. Der Starfield spielt ein Jahr nach der Story. Habe ich jetzt alles für den oder wie läuft das hier? Oh Gott, die geben dir keinen Indikator, nichts dafür, ne? Aha. Okay. Ja, da hinten ist noch einer, aber ich laufe jetzt nicht aus meinem Weg, um die zu suchen. Gott, ist der Weg weit. Das Finale war okay. War
War halt ein bisschen sehr wild, aber jetzt nicht außergewöhnlich. Am Ende des Tages hat die Power of Friendship halt mal wieder gesiegt. Ich feind euch nicht, verpisst euch. I can feel the power. Naja, wer erinnert sich noch, als He-Man Shulk damals im Universum God King Sansa mit seinem Grayskull-Schwert gekillt hat? Es waren noch Zeiten. Ja, natürlich. Es war also wild. Ja, wir haben basically irgendwo in der Galaxis einen Gott besiegt. Und dann war Shulk der neue Gott und Shulk hat sich entschieden, ein neues Universum zu erschaffen ohne Götter. Das ist DLDR, das Ending. Und die Begründung ist basically Korf Manus. Dürr. Meine Fresse, wie viele denn noch? Let's do this. Und dann zack, dann. Oh, ich meine, der Endboss war hart am Cheaten. Aber. Hat sich in Grenzen gehalten. Ich glaube, der schwerste Boss ist literally die Herztussi, wenn ich ehrlich bin. Das war die mir am meisten Trouble gegeben hat. Gott, ich kann keinen Shit looten, weil ich immer warten muss, bis die Leichen despawnen. Das ist dezent nervtötend. Ah, hier auf der Seite ist einer. Ist der um die Ecke oder ist das wieder mit runterspringen? Wow. Ja, der ist überhaupt nicht um die Ecke. Fuck that shit. Ich habe keine Zeit für euch, lasst mich in Ruhe. Ich bin 10 Kilometer gelaufen. Are we fighting this? Okay. Du musst dir mal vorstellen, ne? Irgendwann später laufe ich mit 12
fucking Nopons im Schlepptau rum. Holy moly. Oh no, it's this place. Oh boy. Sie ist positiv, Becky. Du kannst dich während deiner Arbeit sonnen. Andere träumen davon. Ja, ihr Scheißviecher, Alter. Interessant. Ich sehe definitiv, einige Sachen haben sich geändert vom Normalspiel zum DLC. Und zwar machen Abilities jetzt actually mehr Schaden als Auto-Hits. Das ist interessant. Why would all those Telethia be gathering here in one place? Transporter, over here! Huh? What is it? The transporter is running. So it is. But how? Maybe somebody activated it. In any case, we can't afford to dally here. Agreed. Let's go. Ich glaube, das nennt man Build on the Sun. Ja, vielleicht solltest du einfach irgendwo, weiß ich nicht, so eine Metallplatte hinlegen und legst einfach so zwei Steaks drauf. Und dann wendest du die so alle jede halbe Stunde. Mit genug Zeit sind die garantiert irgendwann durch. What the fuck ist das da von der Narbe auf der Tür? It's good to be back. Home of Miss Melly needs some reading. Housekeeping been slacking off. Very true. We'll have our work cut out for us. What is it? Look up there. What is that thing? Look like hole in sky. That's simply impossible. This world is still in its early days. That could explain the instability. That, or it's still being reborn. Does that really explain this? It could do. That Fog King creature. Is it from... It's a possibility. In that case, it may well be lurking nearby. Let's stay together and keep a close lookout. King of Fog, not scary to Kino. Kino, how about turn around and toe to face? Bye-bye-bye! Gotcha! Little joke there. Nay-nay, big meanie! Oh boy, what is this? A child's voice. Where? Up there!
Extrem extrovertiert, okay. Angetan von den Hochengineer über deinen Kopf schon mal aus den Federn kriegen. Okay. Sammle Federn. Okay. Oh, die stehen natürlich alle auf der anderen Seite. Ich will, glaube ich, zuerst die Federn sammeln. Ich kann immer noch nicht über diese Dinger. Jetzt kann ich drüber springen, danke. Wo wir weiß, was da oben passiert und ob ich danach hier nochmal hinkomme. So einfach. Kann ich da rüber? Ja, okay. Wenigstens kann ich gleich rüberporten. Das hilft schon mal extrem. So, damit ist seine Quest fertig. Lass mich doch hier hoch. Are you insane? Danke. Weil ich meine, je mehr ich von den Typen habe, je mehr Vorteile habe ich im Kampf fürs Erste. Weil die sind anscheinend essentiell. Für das neue Kampfsystem. Nice, Mission safe. Nice, jetzt habe ich von jedem Team einen. Koordinierter Angriff. Okay. Wie gesagt, das ist vorteilhaft, wenn ich alle drei habe. Wow, das ist das Vieh. Cooler Übergang, Musiktechnik direkt wie Battle-Theme. Weil für mich wirkte ziemlich angreifbar. Wo ist er? Ach, hier. Ich hab schon wieder Akro. Es ist natürlich wieder ein fliegendes Viech, aka ich kann nichts dagegen tun.
Ich weiß auch nicht, was das Ziel vom DLC ist. Es ist noch ziemlich am Anfang. Es ist halt die alte Hoch-Entier-Hauptstadt, die jetzt irgendwie auf der Schulter vom Bionis sitzt, der irgendwann mehr einfach rumeidelt. Der Titan läuft nicht mehr rum. Der Titan ist ziemlich tot. That beam. What about it, Shulk? That was the same attack that brought down the junks. Then that would mean. Was ist das für? It looks like we found our Fog King. Yes, I would have to agree. What now, Shulk? We might as well try. Nene. Understand. It won't work. You can't even land a scratch on it. Mama! Melia, Kino. Leave to me. Eat face full of pain. Be gone. Scheint ihn nicht wirklich zu interessieren, I guess. It is just as Max has said then. Melia, let's pull back. That would seem wise. Hat die gerade Wasser und Feuermagie kombiniert, um Nebel zu erschaffen? Dang. Okay. This should be far enough. Those things can't follow us all the way out here. Oh? And you're certain of that? Yeah, sure. The Telethia will keep us safe. The Telethia will? Well, that's what Radsom said. Though, I don't think they realize it themselves. Ah. Right. Your mother was one of the affected. Yeah. Aww. Oh, I haven't thanked you yet. Thanks a million for saving me back there. Why were you alone in such a place? You could have been hurt. Sorry, miss. He get told? Pipe down, Nopon Obvious. I snuck in to gather research material. But then, I tripped over some rubble and, And that's when you were spotted, huh? Were you the one who activated the transporter? Yeah. I was given special permission, so I could conduct my research. That said, I normally don't go anywhere without Big Sis. You have a sister? Well, we're not actually related. We've just been living here together. If I remember correctly, you wanted to transform Telethia back? Yeah. Oh, hey. My lab's over on the far end of Zen's thoroughfare. You want to come with? We can talk more there, where it's safe. You have your own laboratory.
Not as grand as my old one, mind. We still don't understand the Fog King or the monster that attacked Teelan. Maybe the Telethia are connected to all this. Teelan's research could help us make sense of it all. Yes, indeed. Ricky's in Colony 9. Attacked. Oh, you mean the Fog Beast? Fog Beast? Is that what you've been calling them around here? Fog Beasts always appear around the Fog King, so the name seemed appropriate. Makes sense. Right, I'll be going on ahead. You won't be guiding us on the way. I need to clean up, else there won't be anywhere to stand. All right, see you. Hey, wait! Außerdem brauchen wir Ricky nicht, wir haben seine beiden Kinder mit. What is it about science boffins? Always doing whatever they please. Huh? He get told. He probably have it coming. Weil ich keine Wahl hatte. Thrice damned fools. They think to second guess the will of the divine. Es gibt keine Götter in dieser Welt. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich habe diese Welt erschaffen, du Idiot. Shut up. Hey, Technikbücher. Pogchamp. Technik mit dem kannst du dich mit einem einzigartigen Gegner und Nebelbiestern erhalten. Okay, so kriegst du also jetzt den Kram. Okay. Die Idee ist quasi, dass... Die Idee ist basically, dass wir mit Melia aufgebrochen sind, weil wir leben nicht mehr auf dem Titan. Der Titan ist jetzt quasi im Meer. Und quasi tot. Und aber die Hauptstadt der Hochentia war ja quasi noch auf dem Titan. Und deshalb sind wir jetzt dahin geflogen, nur mit Melia. Und die beiden Kinder von Ricky haben sich auf das Schiff geschlichen. Das war so die Story. Oh, wenn du Ricky schon toll fandest, du wirst Thora in Xenoblade Chronicles 2 lieben. Thora und Poppy sind 10 out of 10. Natürlich habe ich jetzt alles geedit, ja? Cool. Thora und Poppy sind definitiv die Besten, was das angeht. Eine Freundin will jetzt ein Ricky-Plüschtier. Boah, ich würde auch so ein Nobhorn-Plüschi würde ich mir auch noch zu den anderen Plüschi stellen, die ich hier schon stehen habe. Definitiv. Und hier steht eigentlich schon genug. Obwohl, ja, für Nobhorn habe ich da bestimmt noch Platz. Hey, wo soll ich hin? Kann ich nicht einfach zu Junks porten und von da aus dann? Jetzt schaut sie mich böse an. What did you do? Hast schon wieder Kram ausgefressen. Jetzt ja, I guess ich springe hier runter dafür. Weil ich sehe keinen anderen Weg gerade. Weil, apparently there is another way. Anscheinend von innen. Oh Gott, du hast mich auf Lautsprecher. Das ist immer eine schlechte Idee. Hm, ist hier wohl ein Seitengang, den ich nicht gesehen habe?
Mein Gott, ihr müsst auch echt immer alles adden, oder? Ich kämpfe hier basically mit einer No-Porn-Armee. Das ist quasi Schulk und seine No-Porn-Armee. Wir retten die Welt. Ich meine, wenn hier ein Weg sein müsste, müsste er ja irgendwo im Norden sein. Also irgendwo hier an der Wand. Ja, da unten ist der Typ hier. Oh, da hinten ist der, den ich gar nicht sehen. Ich bin blind. Hier ist einer. Are you okay back there? What the hell? Oh boy. Zeit für die Prospector-Attack. Flächenangriff mit Ohnmacht. Sure, Flächenangriff mit Ohnmacht. Warum ist er plötzlich... What? What is this shit? Well, I saved you, I guess. Hey, noch ein No-Pond für mich. Ich habe halt echt einfach nur die No-Pond-Armee hinter mir. Look at this shit. Quasi der gesamte No-Pond-Kampf-Squad. Wo ist der nächste? Da drüben, ha? Huh? Okay. Was lernen wir daraus, denke ich? Vielleicht nicht immer alles auf Lautsprecher stellen. Hilft. Oh Gott, wie viel habe ich am Arsch? Ein paar. Okay, oder auch nicht. Cool, see ya. Bist du auf der Leiter und plötzlich schauen dich alle an. Oh nein. Du wirst es überleben. Ich meine, du wirst jetzt mit leben müssen, dass wenn irgendwer was von dem will und dich aufziehen will, wird dann immer, hey, Marky Mausi, kannst du mal? Aber hey, it's fine. Was bist du? Ach, ihr seid Lykos. Alter, aua. Don't do this. More enemies. Ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil wir die halbe Steppe geaddet haben hier. Ja, natürlich ist da no end to them. Lass mich einfach jeden Mob in der näheren Umgebung pullen. Alles ist gut.
Hilft mir jemand? Help? Ja, vielleicht ein bisschen viel, die ganze Ebene zu feuern hier. Vielleicht auch, weil die 66 sind. Ich kann mich halt nicht bewegen. Weil ich damit beschäftigt, weil mein Char konstant am Dodgen ist. Okay, cool. Gut, ich sollte vielleicht Mobs fighten, besonders wenn die gefühlt 6,5 Level über mir sind. Das ist ein bisschen problematisch. Ich kann nicht einfach alles ignorieren. Mich ja, wo der andere ist, aber ich vermute, der sitzt irgendwo da oben drauf. Er wird irgendwo oben auf dem Berg drauf sitzen und ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Okay, ihr seid 66, ja? Ihr seid ja nur 2 Level höher als ich. Ja, gar nicht so schlimm. Los, meine Nopon-Armee, tötet ihn! Ach, er ruft auch noch Verbündete herbei. Okay, cool. Natürlich hat er jetzt Aggro auf mich. Das ist uncool. Magst du dich nicht irgendwem anders zuwenden? Dankeschön. Okay. So. Jetzt bin ich fast dazu committed, ne? Alle Nopons einzusammeln, einfach nur weil ich meine Nopon-Armee haben will. Ich meine, was gibt es Fürchterliches in diesem Universum als eine Armee von Nopon, die dir hinterherläuft? Das klingt definitiv nach, wie sagt man so schön, nämlich eigentlich in eine Force to be reckoned with. Was muss ich töten? Wo ist das? Da unten. Ja, cool, machen wir später, nicht jetzt. Ich dachte, das ist hier um die Ecke. Habe ich hier noch Missionsliste? Oh, ich habe hier Missionsliste. Das ist nicht Y, das ist Y. Okay. Gut. Wollte ich mit dir Sorgen, Nöte, Probleme. Die Nopon-Armee steht dir zur Hand. Was können wir für dich töten? Oh, praktisch. Okay, cool. Verblasster Vision gehörte einst Lemons Bruder. Er bittet dich, noch einen Reif seines Bruders zu finden. Okay. Mob da hinten, hä? Huh? Was sie definitiv anscheinend rausgenommen haben, ist das Tauchsystem. Was ich jetzt nicht allzu schade finde, weil das war... Ich will nicht sagen nervig, aber es war halt so gefühlt unnötig. Es gab nicht wirklich einen Grund, damit zu interagieren. Obwohl, es gibt so ein paar Gründe, aber hey.
Weird shit is weird. How many times have I told you, you do not go there alone? But I really needed that material. Doesn't matter. Why did you disobey me? If something happened to you, we would lose everything. Tyrea? Melia? Huh? Wait a second. You know Melia, big sis? Tyrea's your big sis. Die Melia kennt einfach jeden, ey. Right. That explains how you came to the capital just in time to save Teelan's skin. Sorry. Sorry for the trouble. Truly. Although I am glad you were there. Yeah, you really helped me out, Shulk, Miss Melia. And you too, Kino, Nene. Tyrea, I didn't expect to see you here, helping Teelan with his research. Yes, well. Tyrea, she's changed. Teelan, I'm going outside for a bit to get some air. Got it. Ich frage mich, warum sie sich nicht verwandelt hat. I didn't know you all knew Big Sis Tyrea. How'd you meet each other? Well, that's because Tyrea and I share an older brother. Huh? Does that mean you and her are sisters then? Sisters? No. It's rather more complicated. But sisters, we are not. Hmm. Well, still, that means you know her from way back. What was she like? Hmm? I've only known her here, in this place, so I gotta wonder how she was before. She was... Sie hat nur versucht, mich zu töten. Alles gut. She was strong. Both in body and in her conviction. So kann man es auch ausdrücken. Much the same as how she is now then. When it comes to our research, she's even more committed than I am. So she has not forgotten her mother. Where did you and Tyrea meet? It was when she saved me from the Fog King. On a trip to Alkemoth, like today. What? No. At the time, everyone was still living there. Before the Fog King showed up. Yeah. And then, after we all escaped, I was kind of on my own, so Tyrea brought me here for safety. One moment. Teelan, was your father not still around? My father was killed by the Fog King. Is that so? I'm sorry. Teelan, just like Kino. Brave little pun. I think I'll get some air too. Go ahead. I've still got things to ask Teelan, so I'll stay with him. Good, thank you. Shan't be long. Miss Melly, Kino go too. Kino, please read room. Arbeiten wir jetzt diese sehr komplizierte Familienbeziehung hier auf. Tyrea. Of all the people to meet out here. How did you? Pure chance. After everything, I wandered aimlessly looking for somewhere to die. Then, at some point, I landed here. So then, you were here all along? That's right. And so, when the capital fell here, I thought Mother had finally granted me my boon.
but it was full of Telethia, and survivors cast adrift. Not to mention this Fog King. Yes, he'd be the one to end it. Or so I thought. Until fate had me save Teelan, and death ceased to be an option. Your mother, she did not grant you a dying place. She gave you a future by crossing your path with Teelan's. My helping with Teelan's research is a simple matter of give and take. If you really believed that, you would not have treated him half so warmly. I can tell that when you look at Teelan, you see family. Even if it was once transactional. His research concerns the future of our race. That fact remains. The future of the High Entia, huh? And what about you? Me? You must have heard. Our brethren in this land are suffering. Yes. You are the Imperial successor. The Crown Princess, war or no war? No. Empress now. What will you do about the future of our race? I have not planned that far ahead. However, I know enough to realize what I must do right now. I hope to see it. This future you will build for us. And when I do, I hope I'll be able to accept what I now am. Gott, sie ist immer noch eine cold-hearted bitch. Empress Melia. So you are ready to lead us after all. Gott, der Typ ist so creepy. It shall be my privilege to clear the stones from your path. What the hell is wrong with this guy? Fucking Omega Stalker. Miss Melly, you here? Did you learn anything from Teelan? A little. He said that for all the details, we ought to talk to Radzum in Grandal. Meeting should be no problem. Teelan say he sent word to guard at Grandal ramparts to let friends through. Before we visit this Radzum, I have something I wish to discuss with you all. What is matter now? The High Entia who live here now have lost all hope for the future. I have a duty. As the Imperial successor, I must safeguard their future. This will sound selfish, I know, but will you stand with me? Of course I will, Melia. Kino, too. And also Nene. Thank you. It means a lot to me. Right. Off to Grandal we go. Okay. Aber zuerst nehmen wir die Sidequest hier an der Seite an. Die super weit weg ist. Oh, du kriegst einfach direkt straight Juwelen daraus. Ist keiner praktisch. Wer will was von mir? 67, ja? Ups. Meine Noponamei steht da einfach schlafend. Where am I?
Der mein Schild gerade echt geblockt. Rot. Natürlich ist es ein anderer Noporn, der wieder Hilfe braucht. Das sind immer Noporns. Zeit für eine Physical Attack. Okay. Cool. Was ist mit dir? Okay. Ich hab die Rasse heißt Noporns, ja. So, irgendwas will ich einsammeln, I guess? Leibspeisen überall auf, okay. Die natürlich da oben drauf liegt. Ah, you're insane. Kommt man hier irgendwie hoch? Oh, von hier. Oder auch nicht. Wie soll ich da hochkommen? I guess von... Hä? Oh, von da oben irgendwie. Okay, 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 I see. Das ist also später. Ja, das ist auch wahrscheinlich auch da, wo der ist. Okay. Dann würde ich sagen... Irgendwo beim Labor ist auch was? Okay. Ah ja, ich habe bestimmt 13 Kinder. Mindestens. Oh toll, 20 Leibspeisen. Are you insane? Oh boy, was haben wir denn? I guess, was? Wir machen hier Feierabend für heute. Heute ist eigentlich eh mein Tag off und wie viel haben wir jetzt? 4 Stunden? Ja, 4 Stunden ist fein. Du hast gar nichts gemacht, Eva. Du hast gar nichts gemacht.